Naja, wenn ich einfach oben in Kit Nuara kurz rasten kann. Und dadurch kann ich übrigens auch meinen Ausbau bald abschließen. 3 Stunden nur noch. Okay. Sehr gut. Hier geht der Weg nach oben. Und wir sind gleich draußen. Können wir eine Nacht schlafen? Dabei werden die... Was bauen wir eigentlich gerade aus? Ich glaube, die Bibliothek wird dann fertig ausgebaut sein. Dann können wir die Waldlandwege beginnen. Weil da müsste die Burg fertig sein. So, eine Runde schlafen, wieder überleben. Burgausbauten abgeschlossen, sehr gut. Bibliothek abgeschlossen. Als nächstes. Türme wären billig. Die Mauern sind teuer und dauern auch ziemlich lange. Händlerstände dauern nur einen Tag. Das wäre eigentlich keine schlechte Idee. Die sind schnell fertig. Bringen zwar nicht, sonst nicht viel, aber sie wären schnell fertig. Die Waldlandpfade können wir dann als nächstes machen. Ja, Händlerstände. Und wir haben noch keinen Zugriff auf Stufe 2. Schade, geht nur. Oder kriegen wir erst alle 5 Stufen eine Abkürzung? Das könnte natürlich auch sein. Und ja, ich will ein bisschen in Ort nur vorankommen, um vielleicht so die Feinde dort, die von unten kommen, etwas auszubremsen. Vielleicht haben wir doch Glück und finden noch eine Abkürzung auf der zweiten Ebene. Auch wenn ich es bezweifle. Wahrscheinlich alle 5 Ebenen kommt ein Stück von der Statue zum Vorschein. Und in diesen... Und auf diesen Ebenen, wo die Statue ist, sind die Abkürzungen. Ja, genau wie man es hier sehen kann. Hier am Kopf ist eine Treppe abgebildet. Die wird wahrscheinlich weiter wieder nach oben führen. Margrin's fire casts light in dark places. Ja, hier ist eigentlich genug Licht. Hier sind wir noch der Xaurib. Dem wir vielleicht helfen könnten. Entweder reicht unser Wissen nicht aus. Oder wir müssen einfach ein Gegengift finden. Okay. Saurib Scharmützler, Saurib Meister. Und ein Fernkampf Scharmützler. Gut. Alles tot und weg. Ein paar Edelsteine, Lindwurmschuppen. Ah, da sind 2 Meister und ein Scharmützler. Und eine ganze Armee wieder mal. Bombardieren wir die einfach mal ordentlich. So. Und einmal hier mit. Okay, das war Fenris, mal wieder. Au. Muss ehrlich sagen, wenn die Lindwürmer Edda ordentlich beballern, dann nimmt er doch ordentlich Schaden. Kana, mach mal ein paar Lindwürmer.
So, die mithelfen. Warum müssen die Lindwürmer so aggressiv sein? Immerhin habe ich ein Lindwurm-Baby bei mir. Und ich habe beschworene Lindwürmer. Zählt das nicht? Können wir nicht Freunde sein? So, dankeschön. Ja, ich glaube, nach den Ebenen lassen wir es erstmal, weil... Edda muss doch ganz schön gut einstecken. Ah, gute Gambasonne, Mondstein. Xaurib-Scharmützler. Okay. Ein blutiger Tempel, das ist schon mal Licht. Sehr einladend. Xaurib-Priester, Xaurib-Hohepriester. Auf der gegenliegenden Seite des Raumes steht ein Xaurib, der einen langen Schädel eines Jungdrachen und kräftige Federn trägt. Mit kreischenden und blinkenden Geräusch schwenkt er einen Stab in Richtung der versammelten Xauribs. Plötzlich hebt der Hohepriester den Stab über seinen Kopf und kreischt mit neuer Kraft. Er schwingt den Stab nach unten, um auf die Grube zu deuten und dann auf dich. Ich glaube, wir wurden nur eingeladen, teilzunehmen. Nicht so toll. Was zur Hölle war das? Was auch immer es war, es tat furchtbar weh und es ist schlecht für uns. Ich glaube, wir bleiben in der Tür postiert alle und lassen nur einen vorgehen, am besten Edda. Sure. Hey. Oder so. Ja, das kennen wir von gerade. Wow. Hier würde es sich fast schon für Adolf lohnen, einen Feuerball reinzuwerfen. Wow. Aber da das meiste nur Scharmützler sind, oder? Hoffentlich. Mach mal ein Verbot. Und dann bomben wir mal schön hier rein. Und hoffen mal, dass Kanner bald noch einen Vers kriegt. Ja, endlich. Nein, du sollst nicht das Lied wechseln. Du sollst... So, und jetzt alle schön weiterkämpfen. So, klopfen wir uns bei den Hohepriester vor, weil au, der macht wirklich Aua. So. Jetzt haben wir noch einen Hohepriester da. Und da hinten den letzten Lindwurm. Der kann auch noch weg. Geh zurück. Verirrter Geist. Okay. Sure. Ja, jedenfalls ziemlich viele Einzelteile. Was haben die gesagt? Ich glaube, wir wurden eingeladen teilzunehmen. Geh zurück. Auf den Infos und Faden lauert nur der Tod. Sei kein Feigling, Caster. Wir können jetzt nicht aufhören. Zu viele sind schon gestorben. Ja. Okay. Kann ich mich da mit einem Enterhaken etwa abseilen?
Erstmal plündere ich noch die letzte Leiche hier. So. Die Xaurips können eh nichts mehr damit anfangen. Dieser Eimer ist mit Blut gefüllt und Sonnen einen scharfen Gestank ab. Du erkennst es als Morax-Tränen, ein starkes Gift. Das aus diesem Eimer verschüttete Blut scheint sich in den Stein gefressen zu haben. Das an den Einband gebundene Seil sieht lang genug aus, um ihn in die Grube hinablassen zu können. Holen die etwa das Gift von da unten? Diese weite Grube führt in absolute Finsternis. Du hörst das pfeifende Heulen des Windes und von Zeit zu Zeit zerren heiße Windstöße an deiner Kleidung. Mit Hilfe des Endhakens in die Grube hinabklettern. Du nimmst einen Endhaken aus deinem Rucksack und bindest ihn an der schweren Steinblöcken, welche die Grube umgeben. Du ziehst mehrmals fest daran, das Seil scheint zu halten. Du klammerst dich mit festem Griff an das Seil und beginnst den Abstieg in die Dunkelheit. Bald liegt der Rand der Grube weit über deinem Kopf und du hörst nichts als ein Knarzen des Seils und deinen eigenen Atem. Bald siehst du eine weitere Lichtquelle weit unter dir. Unter dem herabbaumenden Ende des Seils siehst du einen schwach beleuchteten Raum, in dessen Mitte sich ein kreisrundes Becken befindet, das Becken mit Blut gefüllt. Und selbst aus dieser Entfernung kannst du verschiedene Gliedmaßen und geschundene Körper erkennen, die größtenteils von Saurib stammen. Der in den Stein getriebene Tunnel endet ein Stück über der darunterliegenden Kammer. Dein Sein reicht nicht weiter. Springen wir mal in das Blutbecken. Du bereitest dich auf die Landung vor, rutscht ab und fällst das restliche Stück nach unten, wo du einem geräuschvollen Platschen im Blutbecken einschlägst. Du fällst das restliche Stück kurz dann nach unten und dann ist unsaft in einem kreisrunden Steinbecken, das bis zum Rand mit einer stinkenden, schlammigen Mischung aus Blut und Gliedmaßen gefüllt ist. Okay. War das eine so gute Idee? Ich denke nicht. Wo bin ich? Stufe 5. In diesem Morast aus Blut und Knorpel sind Gliedmaßen und Organe umher. Das Blut wird durch gelegentliche Windböen aus dem darüberliegenden Tunnel umgerührt. Ich habe gerade eine Art Abkürzung entdeckt. Ich habe Xaurips entdeckt. Junge Drache, am Rand dieser weiten Kammer steht eine massive, reptilienähnlich aussehende Statue, die von einer Menge plappernder Xaurips umgeben ist. Ihre Schnauze ist mit den blutigen Überresten eines kürzlichen Mahls verspritzt und an ihren krummen Hauern hängen noch Fleischbrocken. Die Xaurips bewegen sich ängstlich hin und her, wobei sie erwartungsvoll zu dem jungen Drachen emporschauen, der seine niedrigen Flügel herausfordernd aufspannt und die Säulen auf beiden Seiten streift. Ja, noch mehr Opfer. Er schlägt kurz mit seinen Flügeln und wirbelt den Namen Staub auf. Komm hierher, Zwerg, lass dich ehren. Ehren? Große Ehre, Stärke für Echsenblut zum Mahlen. Glück, all das gebe ich. Ich bin gnädig und großartig. Der Rache reißt sein Maul auf und gibt Blick auf sensenscharfe Zähne und eine gespaltene Zunge frei. Diese Zauris bringen dir Opfer dar, bist du der Meister in der Tiefe? Der Meister in der Tiefe ist unter uns. Das Opfer ist nicht sehr schlau. Während der junge Drache lacht, bemerkst du, wie ein Teil der schuppigen Jungdrachenbrust orange zu leuchten beginnt. Meister machte mich zum Fürsten hier. Hier bin ich König, Flangen züngeln aus seinen Nasenlöchern und sein aufgerissenes Maul. Ich bin der Gott des Feuers und Goldes. Dialog beenden. Nein. Ich verzichte. Ganz ehrlich, ich nehme lieber den normalen Weg als diese Blutlachengeschichte. Gott. Ist machbar hier unten, aber irgendwie mühselig.